Herzlich willkommen, meine liebe Zockerfreunde, und zwar sind wir hier bei Hitman 2016. Jeder, der Hitman kennt, weiß, worum geht. Der Hitman nicht kennt, den werde ich mal kurz erklären. Wie gesagt, Hitman ist ein Auftragskiller. Das heißt, er muss feindliche Ziele eliminieren. Egal wie, ob jetzt erwürgen, erschießen, vergiften, zerquetschen, hochjagen, was auch immer. Und zwar ist hier Hitman 2016 in Episoden unterteilt, weil Square Enix ein unfertiges Spiel rausgebracht hat von Hitman. Deswegen gibt es hier nur Episodenabschnitte. Das heißt, Hitman besitzt insgesamt 7 Episoden, also von 1 bis 7. Wir besitzen leider nur Episode 1, weil ich das Spiel nie ausführlich gespielt habe und wir halt nicht die Zeit hier gefunden und irgendwie keine Lust gehabt, weil er mich am Anfang ein bisschen angekotzt hat. Mann, Episoden, ey, da musst du erst 3 Monate warten, bis du eine andere Episode spielen kannst. Hat er damals keinen Bock gehabt. Somit hat er gesagt, na komm, dann wartest du ein bisschen und morgen kommt dann auch schon Episode 5 raus. Und bis wir da sind, wird es eine Weile vergehen. Und ich würde sagen, wir spritzen hier mal schon am Anfang rein. Und zwar beginnen wir hier ganz von vorne. Wie gesagt, ihr kennt, wie gesagt, auch nicht alles. Und kann ich euch mal die Abschnitte zeigen. Gucken, ob ich es hier finde irgendwo. Ja, hier zum Beispiel. Das ist zum Beispiel die erste Episode. Das ist die zweite Episode. Das ist die dritte Episode und das ist die vierte. Dann kommt die fünfte und die sechste. Eigentlich müssen es 7 sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warte mal. Nee, Quatsch, Moment. Nee, USA ist der fünfte. Genau. Ja, USA ist der fünfte und ist der sechste. Genau. Wir besitzen leider nur Episode 1, Paris, danach kommt Italien, Sapizna. Dann kommt Episode 3 ist Marokko, Marrakesch. Dann Episode 4 ist Thailand, Bangkok. Habe ich für Videos gesehen. Richtig spritzig, Grafikqualität bis zum Umfallen, richtig dicke Nice. Ja, das ist USA, die kommt morgen raus und der wird irgendwann später kommen, wahrscheinlich irgendwann Dezember. Aber wir fangen natürlich erstmal ganz von vorne an. Und zwar geheim, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, ICA-Einrichtung. Na, und dann geht es hier immer so etappenweise nach vorne. Prolog, Einrichtung, Ankunft, los, geht's. Natürlich spielen wir hier in der höchsten Grafikqualität, die es gibt im Spiel, mit DirectX 12, die neuesten Grafikkartengeneration. 20 Jahre zuvor. Na, gucken, sehen wir den hier noch? Ach, da hinten fliegt er. Wie gesagt, Grafik sieht sehr, sehr, sehr nice aus. Ich kann ja euch mal die Grafik einstellen zeigen für Leute, die es interessiert. Natürlich hier natürlich alt hier bis zum Ultra-Anschlag. Leider ist hier 4K leider nicht wirklich, da ich leider kein 4K-Bildschirm sitze, aber das würde, denke ich mal, die Grafikkarte sprengen irgendwann. So, dann springen wir mal hier rein. Los jetzt. Majestic, isn't it? I'm Diana. I'll take you to your quarters. Someone likes to keep secrets. Secrets are our stock and trade. Besides, from what I hear, you have a few of your own. I'm not like you, in case you're wondering. I'm in the handler program. Agents and handlers work in unity. You know the expression, know your enemy? Well, that part is my job. Knowing your enemy is only half the victory. I know. You also need to know yourself. I'm working on it. I read your case file. Impressive work. Partly textbook, but I suppose field work never is. Tell me,
What did it feel like, taking lives? Random. Disordered. Is that why you came here? Why you let us test you? Maybe I'm not the only one being tested. Well, we are here. Basic training starts at 0600 hours. I should leave you to prepare. Are you sure about this? I am. There are no second chances, Miss Burnwood. Not here. I choose him. May I inquire why? A blank slate? Antisocial? Apathetic and unresponsive? No doubt the boy shows promise, but... Perhaps I see possibility where others see limitation. Isn't that what a handler does, sir? We'll see. Anyone can kill Miss Burnwood. He still remembers nothing? If he does, he's not sharing. We will check up on his story. The hospital in Romania. In the meantime, keep him under close watch. Welcome to advanced training. Your first mission originally took place in Sydney, Australia. The target was Calvin Ritter, also known as the Sparrow. Master thief for hire, specializing in rare and priceless art. Our agent cleverly infiltrated Ritter's private yacht during a social gathering and discreetly eliminated him without any of the guests noticing. Now you will do the same. Oh, and don't worry about the training operatives. All weapons are simulated. Good luck, initiate. Ja, wie er mitbekommen hat, gibt's leider nur englische Vertonung mit deutschen Untertiteln. Es gibt leider keine deutsche Vertonung, was ich eigentlich sehr schade finde. Damals noch von ersten Teil von Hitman 1, 2 und 3, Mann, damit damals auch in der Schule und da habe ich schon damals schon Hitman gesucht mit meinen Kollegen. Aber zum Beispiel, ich erzähle euch keine Scheiße, haben wir die Schule geschwänzt zum Beispiel mit meinen anderen Kollegen noch, Benjamin hieß der, und da sind wir wirklich zu Hause geblieben und haben damals dieses Hitman gezockt, ey. Ne? Und dann nach der Schule vorbei nach Hause, Hitman gezockt und ja, das war schon sehr geil, ey. Da kommen sehr viele Erinnerungen hoch, ey. Überwältigen Sie den Mechaniker. Lautloses Ausschalten. Attacken von hinten sind ziemlich leise. Frontalattacken und Schüsse von Waffen ohne Schalter sind sehr laut und erregen Aufmerksamkeit. Na, wenn wir den Spinner hier mal, denke ich mal, erwürgen. Egal. Später werdet ihr zum Beispiel sehen, wenn wir dann wirklich unsere wirklich ersten Auftrag haben in Paris, weil das ist ja die Episode 1, die besitze ich ja schon. Und da geht auch richtig die Post ab, also das sind wirklich riesen Episoden, da kannst du nicht einfach durchrennen. Geht nicht. Ich habe mir für ein Video angeguckt von Bangkok, ich glaube, das muss Episode 4 gewesen sein. Oh, was ein Sahnehäubchen, die Map, ey. Und krass, das ist so separat aufgebaut. Da hast du dann irgendwann Überwachungskameras und ja, du musst, wie gesagt, egal wie die Leute eliminieren, weil du hast, lass mich nicht lügen, bis zu 7 Sequenzen, wie die Leute eliminieren kannst. Du kannst sie vergiften, du kannst sie in die Luft springen, du kannst sie erschießen, du kannst sie erdrosseln und du in der Luft jagen, du kannst, wie gesagt, alles Mögliche machen. Aber das ist ja nicht so einfach, weil das ist sehr komplex gebaut, die Maps. Also werdet ihr später dann sehen. Bedrohung. Personen, die als Bedrohung markiert wohnen, werden sie verdächtig finden. Achten Sie darauf, nicht von ihnen gesehen zu werden. Wie gesagt, das ist da hier noch für Training, ey. Das geht noch. Halten Sie Steuerungstaste gedrückt. Und alles, was da hinten rot markiert ist, ist unsere Zielperson. Da werden wir da mal ganz kurz hinrufen. That is your target, Calvin Ritter. For sure, Mr. I'll keep an eye.
Schwebtool automatisch speichern, ist auch sehr spritzig. Falls wir mal einen Fehler machen, dann können wir, wie gesagt, immer neu laden, das ist geil. Folgen Sie der Zielperson. Lieber ein großer Fisch im Teich als kleiner Fisch im Ozean. Verkleiden Sie sich als Besatzungsmitglied. Okay. Wieder, ich hab's damals wirklich nur teilweise gespielt und kann mich noch an ein paar Ecken erinnern. Dann denke mal, das werden wir hier halt noch ein bisschen hinkriegen. Gegenstände werfen. Wenn Sie Personen mit stumpfen Gegenständen bewerfen, werden diese bewusstlos fallen und nicht getötet. Falls sie gefunden werden, werden sie aufgeweckt. Okay, hier haben wir Hammer. Ihm scheint der Fressen zu schmecken. Nichtsdestotrotz hauen wir ihm den Hammer am Kopf. So, wenn wir richtig vorkommen, können wir ihm noch die Genick brechen. So, dann werde ich mich schon mal verkleiden. Okay, unlike Mechanics. The cabin crew is allowed upstairs access. I see what you're getting at. Very unorthodox. I like it. Ja, und wie gesagt, später wirklich in den anderen Episoden, Alter, die müsst ihr euch angucken, die sind grafikmäßig richtig geil. Du kannst zum Beispiel hier Fressen vergiften, dann später. Ach, du kannst alles Mögliche machen, ey, das ist richtig krass. Infiltrieren Sie Ritters Privatdeck. Gut. Und dann werden wir mal hier hochgehen, weil wir sind ja verkleidet als, ja, was sind wir hier? Wir sehen aus wie so ein Captain, aber das spielt keine Rolle. Wir wollen ja die Zielperson finden. Bedrohung, Ritter. Ritter kennt seine Besatzung. Sie können Verdacht vermeiden, indem sie an der Bar untertauchen. This is the universe's way of telling you to quit, to get out of the game while you still can. Funny how you and the universe always tend to agree, isn't it? Anyway, you told me this Norfolk job will be your last, and now I overhear the crew talking about Istanbul and Stockholm. What gives, Calvin? I didn't lie, Callista. Look, you don't have to retire just because you leave the field. Most great players simply become managers. You're recruiting. Now you're catching on. The sparrow cannot die. You're not a superhero, Calvin. They don't exist. Well, not with that attitude, don't. Mr. Norfolk. Observieren Sie die Zielperson. Can I offer you a drink? Oh, no, thank you. No. Not before six. My wife is very insistent about that rule. My sympathies. So. Excellent timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please. Lead the way. Wie gesagt, jetzt mal ausschließlich von der Grafik kann ich mich bemängeln, ey, wenn ich mir damals Hitman 1 angucke und jetzt Hitman das hier. Ja, ey, das sind richtig krasse Unterschiede. Das sind Meilensteine. Und wenn ich mir heute Hitman 1 angucke, wo ich sagen kann, ey, was das denn du da für eine Rotze? Ich spielte mit mir heute nicht mal mit einem Arsch ankicken. Aber damals um der Zeit gab es nichts anderes. Damals musstest du nehmen. Du hast halt damals noch nicht mal die Hardware, ja, wie du jetzt hast, war das ja sehr klar. Schleichen Sie ins Büro. Darf ich mal nicht reinkommen, weil dann wird der rumzicken auf jeden Fall. Und die darfst du Leute auch nicht auf den Sack gehen, oder? Weil dann haben sie Verdacht hier leckt und dann bist du richtig, dran, ey. Speichern und laden. Das Spiel speichert automatisch. Sie können im Menü manuell speichern und laden. Jo, dann werden wir hier mal spitzig speichern. Dankeschön. Observieren Sie das Meeting.
takes it to market first with this reactor will become the king of the world. Well, I'm rooting for you. Now, what's that password? Always slips my mind. Give me a second. Rüsten Sie sich mit der schallgedämpften Pistole aus. Und jetzt sind praktisch alles so eine Mission, die du dann halt hier machen musst, war, wo die halt nur ein Training ist, war. So, mein Guter, hast du noch irgendwelche letzte Worte? Wahrscheinlich nicht. Los geht's. Your target is down. Now head towards an exit. Well, Mr. Ritter, I have to tell you, I had you pegged as a much more organized person. Tja. Hättest ja mal lieber nicht umgedreht, mein Guter. Ja, verkleiden. Sehr schön. So sehen wir ganz geil aus. Wir können hier rüber schwingen. Und dann werden wir uns hier verpissen. Haut rein, meine Freunde, Alter. Somit haben wir das Training erstmal so erfolgreich abgeschlossen. Also, so, was haben wir hier? Mission beenden. Challenge complete. Good work initiate. Endlich ein spritzig, ey. Finde ich ganz cool, ey. Das macht Laune. Das macht Laune. How did you know? I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes. They can only be the result of previous training. Power like that, with no moral restraint. It could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one, perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Very well. It's your show. Welcome back, Initiate. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. We will be watching. Das ist wie, weil ich von euch schon erklärt habe, freies Training. Vor Ihrer Abschlussprüfung dürfen Sie noch einmal den Ritterauftrag durchlaufen. Sie können Ihre Vorgehensweise frei wählen und sich an den Herausforderungen orientieren. Wir empfehlen Ihnen, so viele wie möglich zu absolvieren. Ja, hier ist das hier, was ich meinte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also du hast hier wirklich 13 verschiedene Möglichkeiten, den Wichser umzunehmen. So, nicht zum Verzehr geeignet, vergiften Sie das Ziel mit Rattengift. Hier drüben, lenken Sie eine Wache mit einem Gerator ab. Kleingeld, werfen Sie zur Ablenkung eine Münze. Das private Treffen, verkleiden Sie sich als Norfolk, treffen Sie sich mit dem Ziel. Klassischer Killer, töten Sie das Ziel mit der Klavier-Saita. Ist diese scheiß Erwürgding da. Ironie, töten Sie Kalben Ritter, eben sie eben ertränken, wahrscheinlich im Klo, wo auch sonst. Sicherheit umgang, betreten Sie die Yacht als Wachmann verkleidet. Neues Besatzungsmitglied finden Sie in den Kabinen auf Deck nur die Besatzungsmitgliedverkleidung. Was liegt denn da? Platzieren Sie eine Waffe, damit eine Waffe Sie findet. Eine Prämie für den Stuntman. Töten Sie das Ziel mit ferngezündeten Sprengsätzen. Sichere Verwahrung. Finden Sie das Rattengift auf Deck 00. Das ist natürlich sehr ausführlich und das fürs Training. So, dann werden wir hier mal als Ferngezündeter Sprengsatz.
Platzieren Sie Sprengsätze, Waffen und Gegenstände, denen Sie Alt gedrückt halten. Wenn Sie Waffen, Sprengsätze oder Waffen herumliegen sehen, werden Sie diese auffällen. Ja. Dietrich ist klar. Münzen. Sie können Münzen werfen, wenn Sie Personen es bemerken. Werden Sie der Sache nachgehen. Wenn Sie eine Münze sehen, werden Sie sie auffällen. Alles klar. Dann werden wir die alle mal aufnehmen. Jetzt muss ich bloß überlegen, wie war denn das da? Okay, zeigt dir mal nicht an. Das klingt die Taste nicht. Wie man die verschiedenen Sachen auswählen kann. Herausforderung abgeschlossen. Wie kann ich denn zum Beispiel die Herausforderung einsehen? Das weiß ich nämlich noch nicht so direkt. Ich müsste mal alle Tasten durchschieben oder einfach mal. Ah ne, das war die. Ja, genau. I wie Inventar. So, das ist der Sprengsatz. Alles klar. Das Klaviersetter. Damit können wir die Leute schön erwürgen. Jetzt aber das noch nicht, was ich suche. Na komm, den werden wir mal hier mal ein bisschen kitzeln. So, ich werde mich mal verkleiden. So, zack. Den ziehen wir noch mal hier rein. Na, hier ist auch der Klo. So, Inventar ist klar. Nee, ich suche, wie man die Herausforderung einsehen kann. Schade. Mal F1. Ah, da oben. Nee, oder? Ja. Ist zwar ein bisschen unpraktisch, aber ist okay. Hier kann man so viel machen, ey. Das ist natürlich Wahnsinn. Also auf F1, okay. Vergiften Sie das Ziel mit Rattengift, okay. Ah, das kann man alle niemals mit meistern, ey, das ist ja Hammer. Weil guck mal, du kannst ihn töten, indem du ihn in Klo ersäufst. Und das leichte Erwürgen. Also kann man nicht alles schaffen, das geht gar nicht. Erwürgen mit dem Klo und hier hinten, nur für Notfälle töten sie das hier durch einen Rettungsinselunfall. Durch einen Rettungsinselunfall. Wahrscheinlich werden wir jetzt mal machen. Rettungsinselunfall, ja, das hört sich eigentlich auch ganz gut an. Das müsste ich mal verstecken. Genau, hier können wir uns dann nochmal verkleiden. Komm her, mein Guter. Einkleiden, ziehen und drin damit. So, ein bisschen kühlen. So, natürlich die Waffen verstecken, das ist ganz, ganz wichtig.
Wir können ja mal ganz nach oben gehen, und zwar zu diesem Rettungsteil da. Da ist das schöne Stück. Jetzt müssen wir... Ah, guck mal, da ist unsere Zielperson. Unfälle. Sie können die Rettungsinsel auf das darunter gelegene Deck fallen lassen, indem Sie eine Brechstange benutzen oder eine Explosion auslösen. Explosion. Erwischt werden. Der weiße Pfeil zeigt Ihnen an, dass jemand Verdacht geschöpft hat. Treten Sie aus der Sichtlinie heraus, um nicht entdeckt zu werden, oder nehmen Sie die Konsequenzen in Kauf. Ah, das ist schlecht. Ah, scheiße. Das war natürlich schlecht. Er hat uns sofort gesehen, ey, shit. Machen wir das nochmal. So, nochmal alles nochmal nehmen hier. Ah, der hat uns sofort gesehen, das war natürlich schlecht. Wusste ja nicht, dass der uns da gleich sieht, ey. So, komm her. So. Verkleiden. So, dann werden wir das nochmal schön in Ruhe machen. Den würde ich am liebsten auch im Chlor saufen, aber den musst du erstmal da hinkriegen. So. Dann werden wir noch mal da lang rennen. Suche das war ein bisschen zu hastig und shit. Feueralarm können wir hier auslösen. Ja, und da ist unser Spezialist, ey. Ah, der hat Verdacht geschafft, ey. Die stehen auch sehr, sehr komplex wieder hier. Der Rattengift soll ja hier auch irgendwie sein. Ah, scheiße, er rennt weg. Naja, renn du. Fuck. So, hier haben wir Schraubenschlüssel. Brechstange. Eigentlich müsste doch das Rattengift auch hier irgendwo sein, ne? Ah.
du scheiß Ratten gefliegt, ey. Der scheiß Bulle geht mir auf den Sack, ey, da. Boah, komm, wir mal mehr. Mein Gott, ey. Na, ich werde den scheiß Bullen jetzt umnehmen, ey. Schnauze voll hier, ey. So, der Generator ist aus. Mal gucken, wo uns gerade unsere Zielperson befindet. Da oben. So, was haben wir hier eigentlich? Sicherheit und Gang abgeschlossen. 12 von 13. Witzig. Nächste, wir können uns auch verkleiden und dann können wir den auch töten, ne? Aber, das ist nicht so leicht, den an den ranzukommen. So, gehen wir mal hier raus. Ja, ich suche nämlich nach dem Rattengift. Wo das liegen könnte hier. Hier wird es natürlich nicht sein. Was haben wir hier? Ach, so mit hier, okay. Ah, scheiß auf das Rattengift, ey. So, wo ist unsere Zielperson? Mal gucken, wo der ist. Ah, da steht er. Ich würde ja so hier mit dem Sprengsatz. Dann müssen wir den hier erstmal eine reinhauen. Ja, ich kann es nicht ändern. Den werden wir mal mitnehmen. Und den hier ablehnen. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal Spritze Stopp und machen auf jeden Fall in der nächsten spritzigen Runde weiter. Also haut da rein. Bis dann.